Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner! Yes, es geht weiter in Zimnigorsk. Im Gegensatz zum letzten Mal, da waren wir im Riss und haben den erkundet, weil ich Bock drauf hatte. Und jetzt geht das erstmal weiter mit Aufträgen. Sägemühle, yes, übergroße Fracht müssen wir liefern und zwei Stahlträger. Und für die übergroße Fracht habe ich mir gedacht... gereimt, ohne dass ich es wollte. Wir nehmen den TGD Tiger. Yes, übergroße Fracht. Laden wir ein und wir lesen nochmal kurz vor. Wir haben einen Renovierungsplan für die alte Sägemühle in Zimnigorsk. Dafür benötigen wir diverses Baumaterial und Ausrüstung. Kannst du sie uns unbeschadet liefern? Yes, übergroße Fracht. Genau, kriegen wir hier bei der Werkstatt. Hier seht ihr auch den Tiger. Da stehe ich auch. Und Stahlträger kriegen wir bei der Fabrik. Und ich hatte ja mal welche vorbereitet für eigentlich für den Riss. Um da halt wieder diese Station aufzubauen oder sowas. Aber wir nehmen die jetzt einfach von da. Weil der Weg ist ja auch nicht so lang und so weiter. Und ich hatte ja zum Glück schon den Vodongrad hier stehen. Genau, aber zuerst... Warnleuchten aktivieren, ihr den Kanal abonnieren und ja, wir ballern los mit dem Tiger, yes, und der übergroßen Fracht. Und gleich, wenn wir hier aus der Werkstatt gefahren sind, muss ich nochmal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten lang fahre. Eigentlich nach links. Allerdings ist das auch ein bisschen langweilig. Deswegen fahren wir nach rechts. Yes, langweilig gibt's hier nicht auf dem Channel. Ja, vielleicht schon, aber für manche schon, für andere nicht. Für mich zum Beispiel gilt das nicht, denn ich reime, wie ich will und style, so Gott will, keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, wir fahren hier einfach mal die Straße entlang. Mit dem Tiger, der sollte das ja schaffen. Der Tiger ist ja ein ziemlich starker Truck. Ich finde, der ist sehr, sehr stark. Und sieht cool aus. Yes, Licht machen wir auch nochmal an. Obwohl wir es nicht brauchen, aber trotzdem. Und wir fahren hier mal die Straße lang. Und am Ende der Straße. Da, wo die Straße nicht mehr weitergeht. Da, wo nämlich die Brücke kaputt ist. Oh, hier wird das aber relativ eng mit dem... mit dem Plätzchenauflieger. So wie das aussieht. Obwohl es geht. Es geht. Es ist kein überlanger. Dieser XXL-Auflieger. Zum Glück. Weil sonst hätten wir das nicht geschafft. Genau, und hier bei der Brücke gibt es ja einen kleinen Weg hier nach links hoch. Und ich habe gedacht, komm, den will ich mal versuchen mit dem Tiger. So, wir fahren, glaube ich, noch mal ein kleines bisschen rückwärts. Genau, dass wir relativ weit mit dem Drehpunkt an der Kante dran sind. So, und dann sollten wir es eigentlich ganz gut schaffen. Hoffe ich doch. Ich habe, glaube ich, jetzt auch... Ja, genau. Ich habe hier jetzt auch den Lastengang drin. Also ich habe das Offroad-Getriebe wieder reingemacht, statt dem Schnellgetriebe. Weil... Es macht halt so langsam ein bisschen mehr Sinn. Obwohl natürlich Schnellgetriebe ist auch ganz cool, wenn man nur so ein bisschen schlammert, so wie jetzt hier zum Beispiel. Ist natürlich eigentlich perfekt, den Haargang zu schalten. Aber es geht mir auch ein bisschen zu schnell dann. Und wir fahren jetzt nämlich, habe ich mir gedacht, so wie wir mit dem Tatra? Nein, mit dem Dan. Diggity Dan. Mit dem sind wir hier so lang gefahren. In der Fahrtansicht. Genau, und dann einmal hier querfeld ein. Und dann sollten wir ja auch zur Stadt kommen. Genau, weil es macht keinen Sinn, hier jetzt noch diesen schlammigen Weg zu nehmen. Und dann hier nochmal schlammigen Weg und hier diese schlammige Steigung, die wir mal gemacht haben mit... Oh, ich weiß es gar nicht mehr mit welchen. Mit dem Step. Ich glaube mit dem Step 310E. Genau, dann fahren wir lieber hier einfach über die Landschaft. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, ich hatte gar nicht die Handbremse drin.
Und wir sind nicht weggerollt. Das ist sehr gut. So, ist nur jetzt die Frage. Das Spiel hatten wir ja letztens auch schon. Dass dann der Anhänger umgekippt ist, beziehungsweise der Auflieger. Beziehungsweise ein bisschen Steglage hatte und dann der Container umgekippt ist. So, deswegen, da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Und ansonsten hier auch so ein bisschen auf die Steine. So, eigentlich wäre es cool, wenn wir da so drüber fahren, ne? Dann haben wir nicht so viele Probleme. Obwohl, da vorne ist... Na, das ist auch nicht so wild da vorne. Fahren hier mal ein bisschen rechts von dem größeren Stein lang. Oh, 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 oh. Ja, wieder ein bisschen stabilisieren. Na? Jetzt will er gar nicht mehr Gas geben. Stecken wir irgendwo fest. Irgendwo an einem Stein oder sowas. Oh, 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 oh. Ja, das ist vielleicht ein bisschen heikel hier mit dem Container, weil der Schwerpunkt relativ weit oben ist dann. So, aber wir fahren jetzt so schnell wie es geht zur Straße. Und dann soll es das auch gewesen sein hier mit dem Problem. Yes, gucke mal. Sehr schön. So, und da vorne irgendwo, glaube ich, war das hier? Oder auf der anderen Seite vom Fluss, weiß ich gar nicht mehr. Da müsste auch irgendwo der Voron-Grad stehen. Doch, ich glaube, auf der anderen Seite ist die Fabrik. Oder? Ach, was soll's. Sehen wir gleich. Zudem muss ich ja auch gleich schalten. So, hier wäre ein Anhänger-Shop. Wir gucken mal auf Tankfüllung. 254 Liter haben wir noch. Überhaupt kein Problem. Vor allem, wir sind ja eigentlich fast schon gleich da. Also, überhaupt kein Problem. So, genau. Ich guck nochmal kurz. Genau, hier ist die Fabrik. Yes, und hier wäre theoretisch auch der gute Ausgang, wo wir hier lang können. Aber wir können auch hier einfach die Straße nehmen und dann hier über diesen Platz fahren. Das ist eigentlich auch kein Problem. Von den Kurven her und sowas ist es ja auch nicht so wild. Also, eigentlich ein ziemlich leichter Auftrag für Zimnigorsk. Ich meine, die Straße gerade eben war jetzt auch nicht so wild. Ich hatte die viel schlimmer in Erinnerung. Also da bei der Brücke, bei der kaputten. Aber, nun gut. Ich will mich nicht beschweren. Wenn mal etwas relativ easy geht, will ich mich nicht beschweren. So, das letzte Mal habe ich gesehen, als ich zurückgefahren bin, bin ich hier drüber gefahren. Und das war viel einfacher als da vorne. Deswegen fahren wir jetzt auch dieses Mal wieder hier drüber. Und... Na komm. Geh mal in den Lastengang. Der Differentialsplitter ist ja sowieso immer an beim Tiger. Deswegen ist er ja eigentlich auch echt gut dafür gedacht, ein Schnellgetriebe reinzuballern. Ja, guck mal. Und schon geht das hier weiter. Sehr schön. Easy. Yes. So, hier bei diesen Betonplatten gehen wir mal ein bisschen vom Gas. Weil ich will nicht unnötig Schaden nehmen. Obwohl es eigentlich auch relativ egal ist. Ich glaube, danach müssen wir hier mit dem Tiger sowieso keine andere Lieferung mehr machen. Jawollo. Easy. Hier ein paar Wurzeln, aber die behindern uns nicht. So, das hier wird jetzt nochmal ein bisschen scary. Weil es dann hier doch so ein bisschen Schräglage gibt. An diesen Betonplatten. So, da könnte das vielleicht noch sein. Ah, obwohl, das geht eigentlich. Ist gar nicht so wild. Mit dem, was war das? Mit dem P12. Mit den langen Stämmen war das ein bisschen schlimmer. Aber da ist der Schwerpunkt wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Als hier mit dem Container. So, und wir gucken mal. Ich glaube mal, der Abgabebereich ist hier. Sägemühle, Neustart, Verfolgung stoppen. Nee. Achso, da ist der. Das ist einfach nur der Auftraggeberbereich sozusagen. Und abgeben müssen wir hier vorne.
Und das machen wir eben kurz. Yes. Übergroße Fracht. Sehr schön. Jetzt nur noch zweimal Stahlträger. Und ja, theoretisch könnte ich die auch jetzt noch mit dem Tiger holen, aber wir haben ja den Voron gerade schon da vorbereitet. Komm, dann nehmen wir den auch. Also, bis gleich beim Voron. Yes, noch ein Schlückchen vom Kaffee. Und wir sind beim Voron. Yes, natürlich wieder. Warnleuchten aktivieren. Ihr was Schönes kommentieren. Wir machen Allradantrieb an. Beziehungsweise aktivieren. Allradantrieb aktivieren. Und ihr was Schönes kommentieren. Oder abonnieren. Ist mir egal. Hauptsache irgendwas mit ihren. So, damit sich das reimt. Und wir ballern hier direkt aus der Fabrik raus mit dem Voron-Grad. Grad waren wir noch woanders. Jetzt sind wir beim Voron-Grad. Ah, zum Glück nicht beim Stalingrad, wenn ich das da sehe. So, wir ballern hier auch einmal durchs Wasser. Da wird es ein bisschen nasser. So, wir gehen mal in Lasten. Ach, guck mal, bei dem habe ich das Schnellgetriebe drin. Oha. Ach so. Bei ihm müssen wir auch Differentialsperre anmachen, beim Voron. Aber es bringt einfach gar nichts. Aber wir haben auch zweimal Stahl geladen. Das ist natürlich auch schon ein bisschen schwerer. Ich glaube, ein bisschen schwerer als der Container. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, Stahl und Beton sind mit die schwersten Materialien zum Liefern. Glaube ich jedenfalls. Wenn ihr da mehr Einsicht habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich, so wie es für mich aussieht, ist irgendwie Stahl und die Betonplatten, nicht die Betonblöcke, sondern die Platten sind, glaube ich, am schwersten. Naja, außer halt natürlich irgendwelche Schwerlastdinger. So wie ich das gesehen habe, kann man später wohl auch so riesige Baumstämme und sowas transportieren. Und sowas ist natürlich was komplett anderes. Oder auch bei dem neuesten, bei der neuesten Season, Season 10 in British Columbia, irgendwie so ein Boot oder sowas, kann das sein? Also das ist, glaube ich, bestimmt noch ein bisschen später, aber das sind ja auch richtig klasse Spezialaufträge. Das hier sind ja einfache Materialien. Und ich glaube, davon sind wirklich Stahl und die Betonplatten sind, glaube ich, am schwersten. So, und während ich das sage, sind wir fast schon da. Mann, Mann, Mann. Easy peasy, lemon squeezy. Und dann mal gucken, ob wir dann noch einen Folgeauftrag haben hier beim Sägewerk. Oder ob es das schon wieder gewesen ist. So, dann schauen wir mal. Eins und zwei. Yes! Sägemühle, Auftrag vorbei. Als dieses Werk geschlossen wurde, war ich noch ein Junge. Mein Meerschweinchen hatte immer Sägemehl im Fell. Der Duft war magisch. Ja, das stimmt. Holz riecht echt lecker, gut, lecker. Lecker, wie der Niederländer sagen würde, nämlich, dass es gut ist. Da werden Erinnerungen wach. Gut, das ist wieder arbeitet. Yes. Sehr schön. Lagerhaus ist jetzt verfügbar. Okay, okay. Also, ach, guck mal. Das ist jetzt dazugekommen hier. Und hier gibt es immer noch einen Bereich. Ist das jetzt der Annahmebereich für die langen Stämme noch? Ich glaube schon, ne? Oder gibt es hier noch einen? Ja, genau, lange Stämme. Aber das ist sehr gut, dass er das immer noch im Speicher hat, dass wir schon einen hingeliefert haben. So, mal gucken. Hier gibt es dann bestimmt einfach, genau, Holzplanken. Sehr gut. Theoretisch bräuchten wir ja auch welche für das. Für diese, ich weiß nicht, irgendwas müssen wir da sanieren. Das ist einer von diesen größeren Aufträgen. Haben wir die Handbremse drin oder warum läuft der so langsam? Naja, irgendwie ist alles gut, aber keine Ahnung. Ah, hier gibt es nochmal einen Wettkampf. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das hier noch? Oh, und da ist noch was.
Moment mal. Ist da noch ein Wettkampf? Das könnte natürlich auch noch sein. Wir konnten das hier nochmal kurz. Ja, noch ein Wettkampf. Okay, okay, okay. Gut. Dann würde ich mal sagen. Ne. Wir gucken mal. Genau, Lieferung zum Pier und. Ja, das sind alles nur so eine Wettkämpfe. Gut, dann müssen wir mal gucken. Genau, Wiederaufbau. Zweimal Holzplanken und zweimal Stahlträger zur Basisstation in Riss. Das könnten wir machen. Warte mal, zwei Holzplanken, zwei Stahlträger. Ja, okay, also zweimal Stahlträger könnten wir auf jeden Fall mit einem Pritschenaufbau holen. Und dann noch zwei Holzplanken. Holzplanken sind jeweils nur ein. Ja, muss ich mir noch was überlegen. So, Angebot und Nachfrage. Was haben wir noch? Betonplatten, Fahrzeugersatzteile. Da müssen wir alles hier zur Fabrik liefern. Pfadfinder. Wir reichen die nördliche Straße. Das ist dann auch in Riss. Und Testflug sind die langen Stämme hier. Ja. Nun gut. Dann muss ich mal überlegen, was ich jetzt noch mache. Weil die Folge ist sonst ein bisschen zu kurz. Und machen wir Motor aus. Und wir sehen uns gleich wieder. Yes! Noch ein Schlückchen vom Kaffee und wir sind im Riss mit unserem kleinen Servicewagen, dem kleinen Tatra 805. Ich vergesse es immer wieder, deswegen muss ich das aufmachen und nachgucken. Yes! Motor an! Allradantrieb aktivieren! Mann, Mann, Mann! Heute ist schwer zu reden und. Yes, ich habe mir nämlich gedacht, wir fahren mit dem Tatra einmal erstmal tanken, weil wir ein bisschen was verbraucht haben. Und wo könnten wir denn hin? Ja, den nicht unbedingt. Irgendein Fahrzeug reparieren. Hier vorne den SIG könnten wir reparieren. Oder hier oben. Den da. Lauf. Beziehungsweise den müssen wir abschleppen, glaube ich, ne? Sogar. Ah, ich muss mal kurz gucken. Oldtimer, das war der hier, der Step 310E. Den könnte man auch reparieren, theoretisch. Ja, ne? Verfolgung startet. Genau. Wir brauchen ja noch relativ wenig Punkte. Vielleicht machen wir den zuerst. Ah ne, Lieferung zur Servicestation. Ah, danach müssen wir den noch liefern. Oh, das ist natürlich ein bisschen schwer mit so einem kleinen Tatra. Also verloren und gefunden. Nein. Die große Nomade. Genau, da müssen wir auch an die Servicestation. Uiuiuiui. Also, da bräuchten wir theoretisch irgendwas zum Abschleppen. Ach hier, dieses verdächtige Lager. Das könnten wir auch noch erkunden. Ja, mit dem neuen. Nein. An allen Fronten. Nein. Genau, Oldtimer war der da hinten. Gefunden, behalten. Da ist er. Das machen wir. Den SIGS 5368. Hier reparieren wir. Genau, 550. Ja, wir brauchen noch ungefähr 451 Punkte. Und noch ein bisschen Tank. Einer unserer Männer hat einen verlassenen Truck am See gefunden. Wenn du ihn wieder zum Laufen bringen könntest, hätten wir gute Verwendung für ihn. Yes, also den einfach nur reparieren. Das heißt, wir fahren hier einmal raus. Tanken. Und dann versuchen wir mal den Weg zu dem, den wir mit dem Defender gefahren sind. Und dann vielleicht hier irgendwie durch den Wald. Machen wir schon irgendwie. Hauptsache, wir kippen nicht um, denn der Tatra ist ja, glaube ich, ein Truck, kein Scout. Ein Offroad-Truck. Das heißt, wir haben keine autonome Winde. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir mit dem fahren. So, habe ich Allrad an? Ja, Allrad habe ich an. Genau, sehr gut. So, hier sehen wir auch noch die Spuren vom letzten Mal. Vom Defender. Ui. So, hier sieht das schon wieder top aus mit der Straße.
Aber auf jeden Fall ein bisschen besser als gerade eben. So, und wo kommt der tanken? Hier vorne, glaube ich, ne? Yes. Genau. So, und dann fahren wir hier mal ein bisschen weiter. So, will ich in dieser Schlucht langfahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, da fahren wir wieder hier außen lang. Das ist doch hier meine Abkürzung. Yes, dude. Ach, die Hupe ist super. Zweitbeste Hupe im Spiel, würde ich sagen. Die beste hat natürlich der Pacific P16. Das grüne Monstrum. Das alte Nebelhorn. Ui. Wo bin ich denn da aufgefahren? Merkwürdig. Nun gut. So, wir fahren hier mal weiter. So, jetzt ist die Frage. Doch, genau. Einfach. Genau, hier an der Mitte ist weiter. Und hier weiter. Obwohl, hier durch den Wald. Vielleicht kann man hier lang fahren. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal gucken. So, hier ist es nur wieder ein bisschen problematisch. Ein bisschen eng. Hier hatten wir ja auch das, den kleinen Kippmoment mit dem Defender. Deswegen will ich diesmal ein bisschen langsamer, ein bisschen besser fahren. Yes, damit wir nicht umkippen hier mit dem Tatra. Denn wie gesagt, autonome Winde haben wir leider nicht. Dann müssten wir hier nochmal mit dem Mud Bandit oder sowas vorbeikommen. Uiuiuiui. Genau, und hier müssen wir auch aufpassen. So, was war das jetzt eigentlich nochmal für ein Auftrag? Ach, das war ein Wettkampf. Okay, so, hier nach links, ne? Genau. Sehr gut. Na, guck mal, die Waldstraße hier sieht auch ganz gut aus. Der Waldweg. Und ich mag den Bereich hier. Ui, guck mal, voll der krasse Turm. So ein Funkturm. Ich mag den Bereich hier eigentlich ganz gerne. Mit diesen krassen Felsen. Hier mit Wald. Schöner Nadelwald. Gefällt mir sowieso am besten. Oder Birkenwald. Beides super cool. Und hier geht es nämlich vom Nadelwald in den Birkenwald. Also, was Besseres kann es noch gar nicht geben. So, wir fahren hier mal so ein bisschen durch den Wald. Und ich hoffe, es war kein Fehler. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer zu lenken hier. Oder zu navigieren. Ja. Und hier vorne ist Matsch. Das macht nichts. Wir haben ja Schlammreifen. Und wir sind auch schon gleich beim Sieg, also. Von daher, hier bei der kaputten Büchse. Da sind wir. Yes. So, den Zaun haben wir umgehupt. Und wir reparieren mal. Wir haben 500. Und im Gepäckträger haben wir ja auch nochmal 200. Ui, das ist ja richtig krass. Ich wusste gar nicht, dass der Tatra so krass ist. So, den SIG. Wie viel brauchen wir? 451. Haben wir. Sehr schön. So, also, repariert ist er. Jetzt brauchen wir nur noch nachzutanken. Ah, das hätte ich noch machen müssen. Aber was soll's. Das einmal voll machen und... Jawollo, gefunden, behalten. Gut gemacht, der Truck läuft wieder. Wir stellen sicher, dass er gute Verwendung findet. Yes, sehr schön. So, wir haben jetzt noch 157 Liter. Weiß gar nicht, gibt es hier irgendwas zum Tanken? In der Nähe? Ja, hier gibt es theoretisch den Tankanhänger. Stimmt, mit dem Tatra können wir theoretisch auch so Anhänger ziehen, ne? Ui, will ich das machen? Lieferung zur Tankstelle? Warte mal, welcher Auftrag ist denn das hier? An allen Fronten? Ach ja, stimmt. Die wollen ja noch eine Tankstelle da oben eröffnen. Heißt, von hier hinten... Geht das hier lang? Nee, hier ist bestimmt keine Brücke, ne? Nee, das ist kaputt. Dann müssen wir hier außen lang... Hier hoch. Oder wir könnten das hier drüber versuchen, ohne Brücke. Oder einfach hier durch. Das
Das würde vielleicht auch gehen. Ich weiß nicht, wie schlimm das hier aussieht. Ah, na komm, ich fahre den Tatra hier vorne nochmal hin. Und ich denke mal, in der nächsten Folge. Oder ich hole mir einen Abschlepper. Für die anderen Trucks auch nochmal. Oh, ich weiß es nicht. Ich bin etwas unentschlossen, was wir machen, beziehungsweise ob wir das hier mit dem Tatra machen, weil der Tatra ist nun mal leider auch ein bisschen kippanfällig. Er ist zwar echt ein cooler Servicewagen, aber leider auch ein bisschen kippanfällig. Oh, wie kommen wir da überhaupt durch? Durch den Wald. Wir sind ja, glaube ich, letztes Mal mit dem Defender sind wir ein bisschen außen rum gefahren, ne? Ah, okay, das sieht, glaube ich, ganz okay aus. Kurz auf die andere Seite schalten. So, hier ist ein Stein. Okay, da dürfen wir auf jeden Fall nicht runterfahren. Da müssen wir... Ah. So. Einmal hier so runterfahren. Den Baum nicht mitnehmen. Genau. Sehr gut. Hier wieder hoch. Schaffen wir das überhaupt? Ohne Windenpunkte. Jawoll. So, hier auf die Steine aufpassen. Uiuiuiui. 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 Aber guck mal. Puh. So, und hier müssen wir dann hoch. Ich fahre mal lieber nochmal rückwärts. Da vorne in die Senke will ich nicht rein, da links. Da habe ich ein bisschen zu viel Bedenken, dass wir umkippen. Mit dem guten alten Tatra. So. Oder vielleicht versuche ich das hier mit dem Tatra. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir fahren dann ja sowieso meistens auf Wegen und sowas. Also sollte das doch eigentlich klappen. Na komm, auf jeden Fall tanke ich den hier nochmal nach. Vom Tankanhänger. Den Gepäckträger voll und den Tatra voll. Genau. Und wisst ihr was? Ich mache mich hier fertig für den Tankanhänger. Und dann machen wir das einfach nächstes Mal. Wenn es schief geht, geht's schief. Und wenn nicht, dann nicht. So. Anhänger ankoppeln. Yes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen da oben da lassen. Mann, heute habe ich es auch mit dem Reden. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ein Abo. Und yes, in der nächsten Folge versuchen wir mal hier mit dem kleinen Tatra den großen Tankanhänger zu ziehen. Ich mach mal den Motor aus. Bisschen Sprit sparen, obwohl wir genug hinten drin haben. Und eröffne mal eine neue Tankstelle. Hoffentlich. Oder wir müssen irgendeinen Kran holen. Eins von beiden. Also ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.